Moin, moin, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play und Gameplay. Wir sind hier in Akt 7 angekommen und ja, haben jetzt gerade so ein bisschen eine Phase, wo vielleicht ein bisschen schwerer wird für uns. Die Rüstung verloren. Wir werden schauen, wir haben genug Resistenzen über Idole und Items geholt. Schauen wir mal kurz rein. Und was anderes gut. Geh wieder an. Aha, es liegt gerade irgendwie so ein bisschen im Chat. Ich mache immer an und aus. Ich mache immer wieder so an. Ist ja an. Er ist an, okay. Er geht aus und, nein, er geht an und wieder aus, aber er ist an. Okay. Gut, ganz komisch. So, noch mehr Cold Resistance. Feuer brauchen wir nicht mehr. Genau, das ist da richtig. Sehr gut. Wir haben ein bisschen viel im Inventar und wir müssen durcheinander, aber sollte uns nicht stören, wir haben sowieso nicht so viele Items. Auch wegen dem Filter. Ja. Einfach sind die Glyphen die schlimmsten, oder? Glyphen sind für mich immer so, oh, der mega Spam im Metall, und wenn man auf die Taste drückt, ist für mich ein bisschen blöd. Müsste anders gelöst sein, sie sollten sofort in die Tasche gepackt werden, wenn ich jetzt möchte. Das haben die Entwickler ein bisschen blöd. Sie wollen sie irgendwie auch so, keine Ahnung. Man sieht sie ja, wenn man sie einsammelt, also wieso muss sie denn im Inventar noch stehen, damit man weiß, welche Glyphen. Man schaut hier sowieso nicht auf den Glyphen im Inventar, was man gerade angesammelt hat. Also, kann weg. Ja, heute möchte ich gerne, jo, einfach so den Akt 7 genießen, weil er doch ein bisschen anstrengender ist als die Akte davor. Ist ja klar, wir müssen ja ein bisschen anstrengender werden pro Akt. Aber, er ist so wunderschön, es... Ja, ich war ja damals schon dabei, wo sie erst in Akt 7 veröffentlicht haben. Also ich war, glaube ich, mit Akt 4 oder so dabei. Oder sogar Akt 3 noch. Bis Akt 3 war ich schon dabei. Und Akt 4 war schon cool. Akt 5 war nicht so cool für mich. Akt 6 war wieder cool, aber ein bisschen schwerer für mich. Ich habe einfach die Gegner nicht so gemocht damals. Und jetzt mag ich irgendwie die Gegner von Akt 6 doch gerne, aber die von Akt 7 nicht mehr so. Ihr wisst wahrscheinlich wieso, sie sind manchmal sehr zäh. Oder haben manchmal so Aulauschpulver und so. Das ist dann sehr, sehr OP für die Gegner. Ja. Sie machen zu viel Schaden, diese Gesteine. Es wäre schon cool, wenn man sie auch noch ein bisschen schneller machen würde und dass man auch getroffen wird. Ein bisschen zielgerechter auf die Feinde, oder? Und nicht nur den Zoom um sich oder so. Aber... Jo, es ist... Wie sagt man das so schön? Da muss der Gegner... Da muss der Entwickler... doch auch ein bisschen noch es einstellen. Ich habe das Gefühl, Entwickler haben nicht immer Lust auf Balancing, weil Balancing machen ist extremst einfach. Da muss man nur irgendwelche Werte verändern und dann hat man es gemacht. Wenn man irgendwie das Balancing machen muss mit den Animationen und so, ist das ja schon schwieriger. Aber dann tut man auch nicht gerade so viel machen. Das ist nicht so mega zeitverschwendend. Das ist einfach schwerer. Das sollten sie einfach schon ein bisschen mehr drauf konzentrieren. Aber das Spiel ist immer noch im Early Access. Da bin ich nicht so böse, wenn irgendwas nicht stimmt. Balancen sind technisch. Das müssen sie einfach mit 1.0 dann eigentlich hingekriegt haben. Und sie müssen ja noch die Klassen erst in 1.0 veröffentlichen. Ich glaube, das Spiel wird beim Eröffnungszeitpunkt, wo das Spiel veröffentlicht wird, nicht so gut sein für die meisten Leute. Für mich ist es ja nicht so störend. Ich spreche die Sachen, die ein Spiel hat, auch ein bisschen an. Aber mich stört's nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, manche denken so, ja, der Drago, der fühlt's gar nicht so richtig. Er macht die Spiele gar nicht so sehr. Doch, aber für mich ist halt etwas, was nicht so balanciert ist und so ein bisschen wichtiger, damit sie einfach besser sind, dass mir das Spiel noch mehr Spaß macht. Weil die meisten Spiele, die vom Gameplay, vom Post-Nim-Szene eigentlich schon sehr, sehr, sehr viel Spaß machen. Ich kann es halt aber auch nicht so zeigen, weil ich nerven kann.
Also nicht wundern, wenn ihr manchmal denkt, mir, ich bin gelangweilt oder sonst irgendwas. Ich bin nicht gelangweilt. Konzentriere mich ja auch meistens aufs Reden und nicht auf meine Emotionen und so. Ja. Also mich müsst ihr halt ein bisschen mehr verstehen können als andere Let's Play und Livestreamer, die sehen es halt perfekt geht, die null Krankheiten haben und unendlich Gold und Geld und so. Es ist für einen, der so schwer krank ist wie ich, viel schwieriger, auch wirklich auch alles perfekt machen zu können. Ich hoffe, mich gibt es. Es gefällt euch sehr, mich zuzuschauen. Als andere kann ich irgendwie ja schon ein bisschen verstehen, aber schreibt es doch in die Kommentare, was nicht so gut ist an mir. Ja. Dann kann ich mich auch verbessern. Ich sollte das jedem machen, der es zulässt. Gut, der Schaden, ja, noch ein bisschen gering gegen diese Bosse. Ja, jetzt müssen wir wieder weg. Lol, was ist denn das? Der sieht geil aus, der Boden. Ist das ein Eisboden? Er sieht nämlich aus wie ein Voidboden oder so. Ja, die Rüstung ist mega schwach. Wir haben zu wenig Ding. Minion Armor oder Minion Health eher. Also Leben von den Kreaturen. Ich muss vielleicht ein bisschen mehr noch übersetzen, aber ich tue die englischen Begriffe nutzen, wenn ich sie so lese. So, das haben wir geschafft. Und jetzt, wir müssen gar nicht mehr durch diese Höhle, deshalb mache ich sie jetzt auch nicht. Ich würde sie gerne euch zeigen, aber das habe ich schon so viel mal in den Parts gezeigt. Ja, währenddessen schlafen wir halt ein bisschen, weil die Ladezeiten so lange sind. Ich glaube, das ist nur online wegen dem Schutz. Und das ist auch im Singleplayer, einfach wegen dem Schutz, der online ist. Dass die Server halt nicht so überlastet sind. Okay. Die Molteninfusion. Da habe ich mal kurz. Okay. So. Genau. Ist 5. Machen wir das mal noch nicht, wir machen eher hier Charges noch. Und hier vor allem Area. Ja, da müssen wir noch 2 bauen. Machen wir Area und Damage. Sache. Ja, ich nutze eben diesen Void Strike nicht. Ich habe nicht so schlechte Waffe. Ich habe nur eine Minion-Waffe. Dieser Void Strike. Oder Void Slash. Auf jeden Fall dieser Void-Angriff, der nutze ich jetzt noch nicht. Muss ich noch nicht nutzen. Ich brauche eine gute Axt oder so. Ich glaube, der Ding tut das auch nur zum Debuffen, Frailty zu verbreiten und so. Also müssen wir es kühlen zuerst und dann können wir Void Strike und keine einsetzen. Void Cleave, ja, okay. Mann, sind die englischen Worte und so manchmal schwer. Ja, also. Wir gehen schön durch den Akt 7 und gleich können wir auch den Akt 8 auch noch beginnen. Aber es steckt sich jetzt momentan. Bin nicht so sicher, ob wir jetzt wirklich schon so weit kommen. Weil dann können wir eigentlich direkt in die Monolithen gehen. Also der nächste Part ist eigentlich für die Monolithen. Also, und dann mit den Monolithen. Mit diesem Bild werden wir es auch leicht haben. Aber die Gegner können noch ein bisschen zu sehr sein. Mal schauen. So, wieder ein Level up. Also ich tue immer die Idiole komplett freischalten. Das ist ab Akt. Also Anfangsakt. Nein, Ende Akt 7 ist es gemacht. Ein paar von diesen Punkten hier werden noch bleiben. Die Eisen. Ich glaube auch die eckigen, also von den Ecken. Ja. Das Schwert geht mal wieder schnell. Ja, ich bin eben ein Spieler, der sehr gerne Items findet oder so Sachen findet, die jetzt nicht Items sind. Und die Gegenden so bewundert. Ich mag halt Hack'n'Slays extrem. Aber ich mag halt manchmal dieses Min-Maxing oder das Item verkaufen und so sowieso nicht. Also die Sachen, das Grinding nicht so.
Dürft ihr gerne auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr so Hackenslays findet, vor allem auch Last Epoch. Was macht für euch Last Epoch wirklich sehr gut oder viel besser als andere Games? Und seid ihr Diablo-Fan? Also würdet ihr jetzt eher Diablo 4 spielen, weil es neu ist? Oder Last Epoch? Dürft ihr gerne ein bisschen Kommentare schreiben. Also jetzt momentan gerade seit ungefähr 5 Tagen habe ich jetzt echt wenig Kommentare bekommen. Für gut Aufruf. Auf YouTube ist es immer so, eines macht dem anderen schlecht oder eins macht dem anderen einfach zu viel Ablenkung. Also manchmal sind die Aufrufe gut, manchmal sind die Aufrufe schlecht und sind dann viel mehr Kommentare da. Manchmal sind die Aufrufezahl, also wie lang das Video ist und so, höher und manchmal ist es tiefer, weil es gerade viele sind, Aufrufe sind und so. Das wechselt bei mir extremst ab. Ich muss doch jetzt nochmal hier rein. Wieso muss ich das mit deinem Charakter nicht machen? Keine Ahnung. Du, das Spiel ist noch ein bisschen komisch. Es kommen manchmal Sachen, die man an anderen Segmenten nicht hat. In anderen wie sagt man denn? Was bei anderen Charakteren einfach nicht hat. Ich habe irgendwie das Gefühl, auch die Auswahlmöglichkeiten, zum Beispiel in Akt 8 kommt es vor, sind manchmal auch ein bisschen schlecht gewählt, oder? Dass man zum Beispiel einmal mega viel Geld zahlen muss. Das könnten sie vermeiden. Irgendwie so machen, wenn man es trotzdem auswählt, dass man Geld geben möchte oder einfach den Gegner angreifen möchte. Denn einfach auch, wenn man Geld ausgeben möchte, dann einfach kommt, ja. Nee, das akzeptiere ich irgendwie nicht, oder? Einfach eine Verarschung, sondern eine falsche Auswahl nehmen. Oder? Du willst ja das Geld übergeben, aber tust dem Gegner irgendwie mehr Schaden zufügen, kurz, wenn du irgendwie einen Überraschungsangriff machst und so. Also, es hat eher so ein Rollenspiel-Ding. Segment, nicht ein Hackenslayer. Ja, ist ja auch ein Rollenspiel, sollte auch so sein. Aber lass das entwickeln irgendwie. Oder schreibt es in den Foren auf Englisch. Und man kann auch immer auf Deutsch im Forum schreiben, oder? So ist ja nicht gebannt oder so, wenn du Deutsch erklärst und so. Die Entwickler haben ja auch irgendwelche Übersetzermaschinen. Ups. Ja. Sag's doch einfach mal. Du dann entwickeln mal etwas Gutes und irgendwas verbessert am Game. Weil jeder hat irgendwie auch seine eigenen Eindrücke und Ideen und so. Ich finde, in Last Epoch ist meistens ist alles ein bisschen, das ist schlecht. Aber Verbesserungen, ja, wenn Verbesserungen, dann wird sehr viel geschrieben über die Verbesserung, das ist super, aber sehr wenig. Das Spiel sollte einfach auch schneller vom Entwickler gemacht werden, oder? Entwickelt werden. So. Ja, schön, dass diese Waffen auch weg sind, oder teilweise. Aber der Ladebildschirm-Simulator ist perfekt in diesem Spiel. Tut mir leid, dass es ja euch vielleicht langweilt. Ja, wird jemand was von... was den Park macht? Ein Perk? Was ist hier Park? Deutschen manchmal können das nicht unbedingt gut aussprechen, oder? Minion Health ist geht runter, okay. Es steht ja Perk, nicht Park. Okay, kann ich schreiben? Nein, ich kann nicht schreiben. Chat disabled. Ja, ich tue immer den Chat enablen, wenn ich selber spiele, aber ohne euch. Und ich will das nicht immer hören. Ich will nicht immer das. Ich muss kurz mit dem anderen noch reden. Er ist immer so weit weg. Der arme Einsiedler. Yes. Medizinmann. Weißt du, der Medizinmann, der eigentlich in der Mitte der Stadt sein muss oder gut erreichbar sein, um außerhalb der Stadt, ist natürlich irgendwo auf der anderen Seite der Map. Also man kommt ja von der unteren Seite. Von der unteren rechten Seite. So. Jo, es ist
ein bisschen dunkel bei mir im Gesicht und so. Weil ich einfach hier noch den Bildschirm vorne dran habe, sieht man das irgendwie so. Ja, der Bildschirm. Ja. Und das Fenster ist natürlich offen und ja, weit weg auf der anderen Seite des Fensters hier. Ja. Das ist ein bisschen komisch, ich brauche unbedingt ein Licht und ich finde einfach kein Licht, das genügend dunkel ist, also nicht zu sehr blendet. Ich habe sensible Augen, ich will keinen Scheinwerfer im Gesicht haben. Das will ich einfach nicht. Ja. So, also während dem nächsten Part, also vor dem nächsten Part räume ich mal das Inventar wieder auf. Habe ich ja vor dem vorletzten Part schon gemacht und jetzt ist schon das Inventar voll. Los. Bilder und so Sachen, nicht so viele Items brauche. Sind vor allem Idole, ja. Ganz viele Idole. Hallo, wieso kann ich das nicht auswählen? Okay, weiter oben. Da kann man jetzt drüber. Ich finde das toll, weil man musste früher immer so lange warten, bis endlich die Brücke aufgebaut ist. Jetzt geht sie auch schnell zum Aufbau. Die Animation war so elend lang, weil immer nur eine Eisscholle drauf auskam und jetzt ist sie eine komplette Eisbrücke oder eine Eisschicht, die sich schon ein bisschen gebrochen aufbaut, aber das war damals noch ein bisschen langweiliger. So, hier werde ich, denke ich, mal ein bisschen durchrushen. Es gibt hier links zwei und oben, also wenn wir hier rechts gehen und dann wieder rechts gehen oder unten. Dann nochmals eine Tour und sonst kann man eigentlich gutes durchwaschen. Weil dieses Gebiet ein bisschen heftiger ist, vor allem weil da die Großen jetzt dann auftauchen. Und dieser B, mit dem B kannst du nicht so gut waschen, weil die Waffen halt nicht so gut mitkommen und sich unkonzentriert dann auf Gegner stürzen. Ja. Gut, dass es nicht funktioniert hat mit dem Aula-Spulder. Schön. Ich will hier ein bisschen schneller gehen, aber ich will doch die Gegner so ein bisschen können. Wie die weggesprungen sind, so mit einer Pirouette. Wusste ich gar nicht, was ich machen es eigentlich kann. Also Wölfe sind wirklich toll in diesem Game. So, Aula-Spulte mal ein bisschen fressen. Also manchmal probiere ich einfach den Attacken nicht auszuweichen, damit ich einfach ein bisschen sehen, wie viel Schaden sie überhaupt machen. Damit ich auch gut ausweichen kann, hoffentlich vielleicht. Ja, also ich habe eigentlich alle Gegner natürlich schon ein bisschen im Griff, aber verspiele ich auch ein bisschen zu wenig intensiv. Das ist natürlich noch ein bisschen perfekter wäre oder so. So, sehr gut. Also wirklich ein toller Bild. Es macht wirklich sehr viel Spaß mit diesem Bild. Kämpfen. Ich mag sowieso Wirbelwind-Bilds, aber ich spiele sie echt zu wenig, weil sie ja meistens zu OP sind. Jetzt hier gerade eben, für mich ist es nicht OP, weil die Minions OP sind. Die Minions sind es ja. Und deshalb macht Warpath auch sehr viel mehr Spaß. Was sind das überhaupt für Wölfe? Die sind mega magisch, so bläulich. So. Eigentlich ziemlich cool für Eiswölfe, oder? Man kennt ja die Schneewölfe aus dem Real Life, mit ganz weiß. Die sind ja richtig schlecht ja, getarnt. Aber auch gut gemacht, damit man es besser sieht. Okay. Hallo. Hier muss ich ein bisschen auf Entfernung bleiben. Also die machen mit wenig Eisresistenz heftigsten Schaden. Das ist wahrscheinlich tödlichen Schaden, wenn man zum Beispiel 0 hat. Gibt es eigentlich Minusresistenzen? Ist irgendwie möglich, Minusresistenzen zu haben? Ich glaube schon, also im Endgame, wenn du irgendwie jo, nicht Resistenzen irgendwo auf den Items oder auf den Skills und so, also auf den passiven P-Punkten oder so hast, hast du dann Minus. Aber
Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt schon ist. Ich habe 75 Keulresistenz. Ich habe alles ziemlich gut. Okay, wusste ich gar nicht. Okay, schon ein bisschen, aber... Die Items ja auch, weil ich sie nicht so nutze für andere Sachen, andere Bonis. Natürlich schon ein bisschen auf Resistenzen lagern. Aber ich bin überrascht, wie groß die Resistenzen sind. Weil ich schaue meistens nie auf die Resistenzen. Ich will einfach die Items so equipen, wie ich denke, sind sie optimal verteilt. Aber ich bin ein bisschen positiv überrascht, wie es gut geht. Ja, und das Leben, das bekommt man halt beim Paladin eher über und das muss ich dann auch irgendwann mal machen, also zum Paladin rüberwechseln. Nur eben die Minions müssen ja stark sein. Und nicht stark sein. Deshalb habe ich da noch ein bisschen. Also sie machen es doch öfters, die Wölfe, diesen Pirouettentanz-Sprung. Sind cool gemacht. Meine Güte, ich bin jetzt wieder so geil auf die Entwickler zu sprechen. Die Entwickler machen das wirklich sehr gut. Aber eben zu wenig Content, also ich hätte gerne wieder einen neuen Dungeon. Dieses Monolith-Zeug ist scheinbar auch ein bisschen negativ angekommen. Keine Ahnung. Jo, und ich habe nicht mehr so viel Zeit, schon 15 oder 26. Und bald muss ich kochen. Also einkaufen zuerst noch hier. Und vorbereiten. Nicht so viel zu kochen. Ja, ich habe ja am Mittwoch gekocht und jetzt am Donnerstag. Wenn eine andere Dame wollte hat, dass ich also sie am Mittwoch kocht. Ja, wir sind schon eine tolle Gruppe, also eine richtig chaotische Gruppe, die eigentlich auch gar nicht so einen Weg erleben hat. Viele sind einfach immer sehr auswärts oder immer im Zimmer. Ich natürlich auch. Aber ich bin sehr viel außerhalb vom Zimmer, wenn ich nicht gerade etwas mache wie Livestream oder Let's Play aufnehmen. Und ja, ich finde das Leben ist viel besser als noch zu Hause. Da muss ich ja immer meinem Vater helfen. Und die Schwester hat dann immer wieder genervt. Hier geht es mir eigentlich schon sehr gut, aber ich habe zu wenig Zeit für euch. Ach bitte, liebe Leute. Helft mir doch ein bisschen. Ich bin so ein armer Mensch. Ich kann das Leben so fest genießen, aber trotzdem zu wenig für euch Zeit. Naja, ich will ja auch nicht euch so über Mann mit Livestreams und Let's Plays. Momentan habe ich auch nicht so viel Zeit zum Livestream, weil ich den Sport trainiere am Abend. Aber, jo, schreibt doch mal in den Kommentar, wann und wie ihr einen Livestream sehen wird. Ich kann das schon engagieren. Also morgen Abend kommt wieder ein Livestream. Also dann muss ich nicht trainieren. Und am Tag tue ich, was tue ich am Freitag Nachmittag oder so machen? Er macht ein bisschen viel zu viel Begleiter. Was mache ich morgen? Ah ja, auf die Eckflug gehen wegen den Blocks. Und ich mache es für mich, aber ich mache einen externen Block dazu. Ja, ja, und das ist ein steiler und ja, nicht so hoher Berg. Der ist 700 irgendwas. Das ist gegen Ende 700 Meter, also 800 Meter. Ja, ja. Ziemlich cooler Berg. Also wir haben in der Schweiz, also hier in der Region, 836 Meter der höchste Berg der Blauen. Und da gehe ich eventuell auch drauf, wenn es noch reicht. Wenn ich schnell auf der Eckflug bin. Und ja, einmal will ich ja noch auf die Schadenflut, das ist sozusagen der gelbe Turm. Das ist der Hausberg von Basel. Aber da habe ich jetzt gerade weniger Lust, weil dort wird alles umgebaut und so. Da kann ich jetzt nicht so viel machen. Nicht etwas essen oder trinken, das ist ein bisschen jetzt so komplett umgebaut. Also komplett nicht, aber einfach so die Mauern und so neu befestigt und so. Und dann gibt es noch die Erika-Flu und die Schaumburger-Flu
Kennt ihr vielleicht aus meinen Vlogs? Ich war beim Neuschaumburg unten drunter und habe die Schaumburger Flur aufgenommen. Und ein Bild gemacht von der Schaumburger Flur. Seht ihr alles auf Instagram natürlich. Ist im Kanal, alles ist im, im Kanal eigentlich so verlinkt, gell? Jo. Sehr gut. B macht jetzt gerade sehr viel Spaß, weil die Gegner auch manchmal ein bisschen stärker sind. Ne? Ich mag den Akt 7 doch sehr, weil er mir ein bisschen herausfordert. Ja, einfach, ich hole die Aura gut. Ein bisschen, jo, ich bin einfach dann meistens nicht so gut mit dem Equip ausgestattet, dass es ein bisschen schwerer ist. Aber für manche wahrscheinlich auch, also die jetzt nicht so Profi sind. Ich fühle mich auch nicht so als Profi, also ich will mich nicht so ernst zu einem, ja, der alles perfekt macht in diesem Game oder so. Ich will nicht der Perfektionist sein. Gut, dann gehen wir hoch. Also wir müssen immer noch diesen mittleren Skill hier. Ah, oh, das ist der Ding weg. Mittleren hier, Shieldbreaker. Smelder's Wrath. Okay, also, da freue ich mich im nächsten Part dann, ja, Ding zu sehen, Monolithen mit diesem Bild. Und dann holen wir noch erstmal noch den Helm. Die Rüstung kann ich eigentlich jetzt schon nutzen, hoffentlich dann. Ich habe noch nicht bemerkt. Ja, das Problem ist, die Waffen halten diese sehr bämlich aus. Waffen sind weg. Das Airbnb ist halt schon sehr, sehr stark von dem. Wieso hat der Entwickler das nicht ein bisschen fixt, ein bisschen besser gemacht mittlerweile? Ja, und die, ja. Das ist, glaube ich, auch Avalanche-Bull, das Skin. Die hat ein bisschen anders geskillt. Also, dieser Gegner ist für diesen Beat ein bisschen schwerer, scheinbar. Nicht so schlimm. Braucht auch noch ein bisschen länger. Das tut mich ja nicht so betreffen, weil ich ja gut also nicht so mache. Also ich spiele gerne so ein bisschen mit meinen Lebensenergien manchmal, wenn es aber ein bisschen schwerer ist. Also ich muss jetzt nicht perfekt spielen. Ich will es eher ein bisschen lustiger oder spannender machen, der Kampf. Und wenn ich sterbe, ja, es ist für mich überhaupt nicht schlimm, wenn ich sterbe, aber ich vermeide es so gut wie möglich. Ja, auch, dass der Held überleben kann. Der ist jetzt noch Deathless, er ist noch Deathless. Aber wir werden wahrscheinlich im nächsten Part oder so verlieren. Schade. Also, sterben, nicht verlieren. Aber ich bin kein Hardcore-Typ, ich bin kein Speedrunner, ich bin kein... Okay, ich bin schon einer, der manchmal schnell irgendwo durchrusht. Also ein Rusher bin ich schon ein bisschen. Aber zum Beispiel in Diablo 2, ich habe immer andere gerusht, aber mich selber nie rushen lassen. Ich habe mich immer abgestritten. So, dann machen wir das noch kurz. Diesen letzten Ding. Dann haben wir noch die Idole freigespielt. Ich habe, glaube ich, ja, ich habe gar nicht alle genutzt. Tun wir zum Beispiel da Minion Fire Damage noch rein. Und wo ist dieses Physical Damage? Genau. Dann machen wir noch ein bisschen mehr Schaden. Den Rest von den Gegnern und haben dann im nächsten Part auch noch mehr Schaden. So. Ja, wunderbar. Also das Spiel macht halt so unglaublich viel Spaß. Und vor allem die Ladebildschirme. Ich mag den Ladebildschirm-Simulator. Der ist ja krass. Nein, eben nicht. Mann, Entwickler, fix das endlich. Mage, Mystic, Ancient Weapon. Ja, also können wir das auch wieder ausstellen. Ancient Weapon ist eigentlich ein ziemlich guter Buff. Aber ja, nicht so bemerkbar meistens. Also Schaden ist natürlich dann höher mit anderen Dingen. Ich glaube, die Attack Speed geht mit einem Not noch höher und so. Ja. Ich bin halt nicht so Sorcerer und Speyblade Fan. Ich mag's irgendwie nicht so mit Magie zu kämpfen in diesem Spiel. In anderen Spielen habe ich meistens Magie lieber. Aber ich bin meistens so derjenige, der eine dicke Waffe trägt.
Ich bin gerne ja noch mehr jemanden, der irgendwie Äxte, Zweihandäxte trägt. Oder zwei Schwerter. Ein Katana oder so. Irgendwie so eine. Also Katanas liebe ich. Nagi Nak oder Nagi Sak. Ja. Kasaki oder? Wie heißen die anderen? Diese Stangenwaffe. Weiß es gar nicht mal so sehr mehr. Habe ich früher halt immer genutzt in. Welchen Game war das? Ja, vor allem Diablo 2 Mods. Und ich glaube in Grim Dawn oder so gab es die auch. Ja, ich weiß jetzt die Endung nicht, aber Naga. Und ja, japanische Sachen müssen schon wieder. Sehr interessant. Wenn ich nichts zu tun habe, rede ich einfach nochmals mit den Leuten oder schaue mich noch ein bisschen um. Ja, Zeitdruck habe ich eigentlich nie in den Games. Ja, und sollte für euch auch noch ein bisschen toll sein, wenn ich irgendwas anderes mache oder so, was ihr nicht machen würdet oder so. Keine Ahnung. Müsst ihr wissen, was ich machen soll. Direkt stur einfach immer weiterspielen. So, also ich schaue mal, dass ich noch Idole habe, die noch ein bisschen besser reinpassen. Ja, gibt's halt nicht. Muss ich noch finden. So, und ja, vor allem die Rüstung mal reintun. Die Rüstung ist ab Level 60 erst, okay. Noch 13 Level. Die Axt ist 64 und der Ring ist 53. Ich tue mal den Ring schon hier hin. Der brauchen die Minions, also der macht die Minions einfach sehr viel zäher und dass sie Life-Leech haben. Die Schaden machen. Und dass sie nicht kriten, ich glaube die kriten fast nie, ja okay. Dann machen sie auch ein bisschen weniger Schaden durch Krits, aber yes. Ist ja nicht so wichtig. Also wird wahrscheinlich kaum weniger Schaden machen. Also dann, besten Dank fürs Zusehen und einen schönen Tag. Euer Drago Basler. Tschüss. Yes.